Ja, liebe Caravaning-Freunde, hier haben sich zwei ganz besondere Menschen getroffen, nämlich ein Motorradfreak, der auch Reisemobil-Fan ist und eben der Ausbauer, die Reisemobilmanufaktur. Sie haben zusammengearbeitet, der Motorrad-Experte hat die Hebebühne gebaut und vorne dran gesetzt und die Manufaktur hat den Innenausbau gemacht mit ganz schönen Wumms und viel Musik. Aber seht einfach selbst. In dem Fall ist es ein 7,40 Meter MAN auf 5 Tonnen. Mit Zwillingsreifen, deswegen schon geschuldet den Zwillingsreifen durch die Achslast, weil der Kunde auch hier sich selbst eine Motorradbühne hydraulisch angebaut hat und sein eigenes Motorrad komplett mitnehmen kann, ohne unbedingt einen Nachläuferhänger mit zu bewegen. Ich kann das mal vorführen, dass wie das Motorrad herausgeschoben wird. Dass das Motorrad von dem Fahrzeug einen Meter circa weggeschoben wird, um hier in die Hecktüren leichter hineinzukommen. Die Heckbühne ist dann so gestaltet, dass per Knopfdruck das Motorrad dann abgesenkt wird und dann letztendlich nur auf diese Motorradschiene aufgefahren wird. Die Länge des Fahrzeugs mit diesem 7,40 Meter Außenmaß entspricht ungefähr 4,70 Meter bebaubares Maß. Kann man schon ein bisschen was anfangen. Wir haben hier das Bettmaß von ca. 1,95, geschlossene Heckwand, zwei Fächer für Handyablagen etc. Beleuchtet, gestaltet, haben, wie man es auch schon im hinteren Teil jetzt sieht, Lautsprecher verbaut. Einmal hinten, einmal vorn, Mitteltöner, Hochtöner. Und unter diesem dritten Sitz haben wir eine komplette Bassbox verbaut. In dem Fahrzeug, was auch wieder gasfrei ist, haben wir einen Wallas Dieselcore mit verbaut, der, wie in dem anderen Fahrzeug auch schon gezeigt, komplett auch heizen kann. Für die Übergangstage vom Sommer in Herbst oder von, ja, vom Winter in den Frühling, ja, dass man auch... Man sieht es vielleicht, Stefan, hier vorne oder heiße Luft rauskommt, um hier vorne den Raum ein bisschen zu überschlagen. Küche mit den Schubkästen. Auch hier ist vom Kunden auch alles eingeräumt. Sieht sogar sehr, sehr schick aus, wie er es gemacht hat. Genau. Ja, auch mit Selbsteinzug die ganzen Schubkästen. Ja, auch klassisch. Ja. Durch die 5 Tonnen kann man auch Ton mitnehmen. Wo hat er die Bordtechnik? Die Bordtechnik hat er unter dem Bett. Ah, okay. Ja, genauso wie die Heizung. Auch das Fahrzeug ist mit einer Staukastenklimaanlage ausgerüstet. Ja. Hat, ich glaube, 300 Ampere Lithium-Batterien haben wir eingebaut. Hat 300 Watt Solar auf dem Dach. Und man kann dann schon, wenn man das mal so zusammenzieht, ungefähr eine Stunde, vielleicht zwei Stunden autark dann auch klimatisieren. Das ist eine Kamera. Die Kamera funktioniert über WLAN. Und hiermit kann er komplett das ganze Fahrzeug auch überwachen, wenn das Fahrzeug mal in weiter Ferne steht, er zu Hause ist oder wandern ist. Gesteuert wird das alles über eine LTE-Antenne auf dem Dach. Und gleichzeitig, muss links hier, wo das Blaue hier leuchtet, ist ein Nighthawk-Ruder, der mit einer Datenkarte bestückt wird und letztendlich sein eigenes WLAN in dem Fahrzeug aufbauen kann. Ja, toll. Er hat auch ganz gut nette Bautechnik. Ist das hier was Besonderes? Das hier oben ist ein Doppeldienstschachtradio, um diese Bassbox, die unter dem Holzsitz ist, und diese ganzen Lautsprecher, die verbaut sind, in komplett schöneren Klang zu geben. Ich weiß nicht, ob gerade Musik kommt. Warte mal, ich probiere mal. Ja, schön. Weiß nicht, ob man's so hört. Das klingt sehr sauber. Ja, und frisch nochmal auf. Gut, ich mache wir ein bisschen leiser, dass wir uns auch verstehen. Ja, und dann hier wieder mit Fernsehen. Genau, hier haben wir ein Fernsehen, das ist ein Smart TV von Alphatronics, um das er komplett das, was im Internet angeboten wird, über diesen Nighthawk-Router, über dieses WLAN, was hier aufgebaut wird, Fernsehen zu schauen, wenn er das möchte. Indirektes Licht? Ja, hier haben wir indirektes Licht, diese sogenannte RGB-Beleuchtung, die jetzt alle Farben herstellen kann. Auch so kleine Gimmicks durch den Retro-Look hat er sich selber solche kleinen Schalen, sage ich mal, quasi genäht. Ich mag das auch. Ich habe das bei mir auch im Wohnwagen. Weil meine Freundin, die ist so aufs Nähen aus. Ich finde das super. Das ist dann immer ein bisschen was Weicheres. Ja, schön. Ja. Okay.
Und dann hier überall diese Streifen sehe ich gerade hier, hierlich. Genau, genau, genau. Alles unterschiedlich steuerbar, diese indirekte LED. Ja. Dann hat er hier das Bad. Dann haben wir hier das Bad. Genau, das Bad ist wieder so aufgebaut, dass er auch eine separate Dusche hat, die verschlossen wird mit wieder zwei Plexiglastüren. In dem Fall haben wir auch eine Chemietoilette noch mal eingebaut, also quasi der Klassiker. Okay, hier sind die Türen mal angedeutet. Genau. Und da bleibt nur das Wasser dort, wo es sein soll. Okay, und dann hier. Dann haben wir die klassische, das ist die Tedford-Toilette. Und einen kleinen Stauschrank noch und ein kleines Waschbecken. Ja, die Betten auch hier sind 1,95 Meter lang, mal Autobreite. In der Höhe ist es wieder ungefähr so 1,73, 1,71 die Breite. Okay.